Hallo liebe Hungrige, Flapjacks, das ist die englische Variante des Müsli-Riegels, sind etwas flacher, wirklich lecker und Hauptbestandteil sind Haferflocken und dass die unter den Cerealien zu den gesündesten zählen, hat sich ja wohl inzwischen rumgesprochen. Wir brauchen dafür also selbige, ich bevorzuge die zartblättrigen Haferflocken, wir brauchen etwas zum Süßen. In der Originalvariante ist das eher eine Kombination aus braunem Zucker und Rübensirup. Mir persönlich schmecken sie aber mit Ahornsirup zubereitet noch besser. Wir brauchen etwas Zimt, ein bisschen Vanillearoma, gemahlene Mandeln und Butter. Alternativ geht aber auch Margarine. So, und optional können wir noch ergänzen, zum Beispiel mit getrockneten Cranberries oder Kokosraspel oder Kakaonips. Und diese verwende ich. Zuerst geben wir mal in eine Schüssel die Haferflocken, die gemahlenen Mandeln kommen mit dazu und nun auch die Kakaonips. Anschließend alles gründlich miteinander vermengen. Nehmt dafür entweder einen großen Löffel oder so wie ich einen Teigschaber. Nun bereiten wir schon mal ein Backblech vor und belegen dieses mit Backpapier. Nun geben wir die Butter in einen Topf, schmelzen diese, gießen dann den Ahornsirup dazu und rühren ihn ein. Und geben jetzt auch die schon vorbereitete Haferflockenmischung mit in den Topf. Alles gründlich miteinander vermengen. Wieder entweder mit Löffel oder Teigschaber. Nun ergänzen wir noch mit dem Zimtpulver und geben auch vom Vanillearoma dazu. Beides nun auch unterrühren. Und damit ist die Masse vollständig vorbereitet. Und wir verteilen sie nun esslöffelweise auf dem Backblech. Von Anbeginn schon einigermaßen gleichmäßig. Anschließend korrigieren wir das noch ein bisschen und ich mache das mal im Eiltempo. Ist das Backblech dann flächendeckend mit der Masse befüllt, drücken wir diese jetzt noch ein bisschen an. Und lieber ein bisschen fester als zu zaghaft. Gerne auch die Ränder dabei noch ein bisschen begradigen. Und das war's schon. Ab damit in den Ofen. Und hier wird nun bei 180 Grad, besser 160 Grad Umluft, für 20 bis 25 Minuten gebacken. Bei mir waren es 22. Und so lecker sieht's dann aus. Erstmal ein bisschen abkühlen lassen. Aber nur ein bisschen, denn sie müssen noch warm in Rechtecke oder auch Quadrate geschnitten werden. Wenn ihr warten würdet, bis die Masse vollständig abgekühlt ist, würdet ihr beim Schneiden kaum gerade Ränder hinbekommen. Und dann können wir diese leckeren Teilchen auch schon genießen. Und das Schöne, sie halten sich auch einige Tage, sind auch ein leckerer Snack für unterwegs oder zwischendurch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen und dann recht guten Appetit. Falls bei euch aber doch lieber ein leckeres Müsli geben soll oder ganz anders, eine herzhafte Suppe, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.